geht hinauf zum Aussichtspunkt vom Leopoldsberg. Oh, ist das anstrengend. Da ist jetzt schon die Kameras die ganze Zeit laufen. Ich sag, das ist eine extrem kurze Runde. Da haben sie gesagt, ich bin eine Stunde weg. Ja, irgendwann werden wir mal da nach vorne gehen, aber da sind wir zu viele Leute. Im Leopoldsberg werden es sicher weniger sein. Da gehen wir dann rauf. Ja, vielleicht noch was Geschichtliches. Also während der Türkenbelagerung erfolgte da der Befreiungsschlag der Polen, die von hier aus die Türken zurückgedrängt haben und Wien wieder frei war. Wir sind da über den Kahlenberg, ich glaube sogar über Leopoldsberg, da irgendwie runtergekommen nach Wien. Haben Wien befreit. Dann machen wir wieder sauber wahrscheinlich. So, da hängt es wieder mehr. Ha, Straße ist jetzt zwar auch beschissen, aber kein Kopfsteinpflaster mehr. Da werden wir dann ein Stück rauf gehen und schauen, ob wir doch irgendwie ein bisschen was von Wien sehen. Erlebniswelt Kallenberg, da schau, Waldseilbahn. Das war da sicher interessant, mit dem Junior daher zu fahren. Hochseilgarten. Ist da. Und das Kopfsteinpflaster hat mich wieder. Kraxeln da alle um und um bei dem Wetter. Na, auch nicht schlecht. Ist ja schön. Ist ja schön da. So, da vorne ist schon der Leopoldsberg. Das heißt jetzt Fußmarsch. Ah, Kamera wieder gescheit einstellen, sorry. Hast das Fußmarsch ein bisschen, gehen wir da ein Stück rauf, dann werden Sie mich gleich keuchen hören. Na, Parkplatz ist gut besucht, ja. Stehen genug Autos da, stehe ich mir ein bisschen her. Stehen wir da irgendwo da hinten hin. Da stehen wir her so. Auf der Störe kann. Ja. Am Leopoldsberg angelangt. Machen da. Runter nehme ich es nicht, ich versperre das da einfach. So, ja dann. Jetzt wieder. Gehen wir es an. Jetzt geht es hinauf zum Aussichtspunkt vom Leopoldsberg. Oh, ist das anstrengend. Ja, schon wieder echt eine Zeit her, dass ich da war. Boah, ich weiß gar nicht mehr, schon. Schon 3-4 Jahre hier oben war. So wie das ein bisschen gehen nicht mehr so schafft, ich verstehe das nicht. Aber no sports, also Motorsport, ne? Ja, da sind wir am ersten Aussichtspunkt. Sehen wir auch schon die Donau. Hinten haben wir Klosterneuburg.
ist ein Berg. Das so Vlogger machen, fühlt sich so ganz komisch, wenn man in eine Kamera reinspricht. Die Leute schauen einem irgendwie ganz verdutzt an. Ne? Was ist mit dem? Ja, es ist glaube ich besser, wenn man einen Helm auf hat und in einem Mikrofon labert. Das ist besser als wieder in der Öffentlichkeit irgendwie so zum Quatschen. Lustige Erfahrung auf alle Fälle. Ja, so, dann geht's wieder zurück auf dem Motorrad und weiter runter nach Klosterneuburg. Ja, dann wieder nach Hause. Das war ein kurzer Ausflug jetzt am Leopoldberg. Hoffen wir, hat was gesehen auf der Kamera. Und weiter geht's. Bis später. Ciao. Jo, das war jetzt der Leopoldberg. Ist eigentlich ja gigantisch, was da Leute sind. Aber so ein schönes Wetter, so ein Regenwetter, Nebeligwetter, da sind ja doch genug Menschen, die da oben auf dem Aussichtspunkt sind. Ja, wie gesagt, heute nur eine schnelle, kurze Runde. Hat sich um den Passknackerpunkt noch zu erwischen. Dieses Jahr, wer weiß, wie es hier weitergeht, habe ich ja gerade vorher gesagt. Ob das jetzt meine letzte Tour war oder es nur irgendeine schöne Tage gibt, keine Ahnung. Jetzt fahren wir weiter Richtung Klosterneuburg. Und so langsam, ja. Endet auch dann die Tour, weil es regnet wieder ein bisschen mehr. So für eine schnelle Runde, glaube ich, hat es gerade richtig gepasst, dass man wieder ein bisschen rauskommt. Die Nase läuft auf. Ne? So. Jetzt wird es wieder ein bisschen tricky. Das Kopfsteinpflaster ist jetzt schon so richtig schön feucht. Und jetzt kann man dann noch ein paar Kurven darunter. Ja, habe ich euch wieder ein bisschen ein Stück von Wien gezeigt. Letztens war es ja die Ringstraße. Jetzt einmal Wien ein bisschen von oben. Hätte ich vielleicht bei schönerem Wetter machen sollen, aber es gibt halt, das Wetter gibt halt nicht mehr her heute. Und man kann nicht immer schönes Wetter haben. Ne? Ja, aber ist schon schön. Also wieder so in seinem herbstlichen Wald zum Fahren. Trotz Regen hat man doch die Touringhose angezogen, nicht die Jeans, die Motorrad-Jeans. Ich glaube, die wird noch nass werden, bevor ich zu Hause bin, weil es regnet immer mehr.
trotzdem schön. Das Motorrad wieder ein bisschen gewaschen. Ja, jetzt kommen wir da Serpentinen runter. Bin ich schon gespannt, wie sich die Reifen verhalten, weil vorne habe ich ja den Conti Trailer Tech 2 drauf und hinten den 3er. Bis jetzt habe ich keine Probleme damit gehabt, aber Kopfsteinpflaster bin ich nicht so viel gefahren bei Regen. Wir werden es gleich sehen. Es liegt Gott sei Dank nicht viel ab auf der Strecke. Heute, ja, ja, ja. Da rutscht man schon ein bisschen. Aber schön langsam um die Kurve. Aha, ist gegangen. Sehr gut. Da sieht man dann schon nach Klosterneuburg runter. Sind wir jetzt gerade in Niederösterreich wieder. Da hinten die Grenze, die Landesgrenze überquert. Aber wir werden nicht lange in Niederösterreich sein, weil jetzt geht es ja wieder zurück nach Wien. Ja, wie ich es letztens gesagt habe, in meinem Video am Kahlenberg, wer sich da so die Idee gehabt hat, da einen Passknackerpunkt draufzusetzen, ist ja, verstehe ich zwar nicht, weil für Motorradfahrer ist es nicht wirklich ein Ausflugsziel. Ihr seht es selber, wegen der Kopfsteinpflaster natürlich. Aber ja, sei es wie es sei, den habe ich jetzt einmal. Und was man hat, das hat man. Und ja, trotz Regen natürlich. Ja, da bin ich jetzt ja schon in Klosterneuburg wieder da unten. Also es ist jetzt, werde ich jetzt das Video beenden. Ja. Ich hoffe, es hat euch trotz nicht so schönem Wetter, es haben wir keine, die wir blauen Himmel haben, gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Like da, rauf oder runter, wie ihr wollt. Und wenn ihr mir noch kein Abo gegeben habt, wenn noch nicht abonniert wurde, dann bitte abonnieren und die Glocke aktivieren. Okay, dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Martin vom KTM 90 Adventure Time. Ciao!